Wir sind heute hier mit dem Barmer Teamcheck beim 1. FC Neu-Ruhr-Ort und begleiten die Mannschaft, die erste Herren, zum Thema Gesundheit. Der Barmer Teamcheck beinhaltet verschiedene Stationen. Da geht es um eine Fußdruckmessung, das Thema Ernährungsberatung, um ein Athletiktraining zur Verletzungsprävention, eine Körperanalyse, wo ich einfach erfahre, welche Werte ich habe und zum Schluss noch eine Rückenvermessung. Alles Module, die im Endeffekt den Spielern aufzeigen, wo sie Probleme haben und wo man präventiv schon aktiv werden kann. Ich habe ein Sprinttraining entworfen, um einfach den Spielern mal zu zeigen, dass es auch wichtig ist, auch ins Sprinttraining zu kommen, damit man schneller wird. Das heißt, wir haben erstmal den Körper darauf vorbereitet, jetzt bewegen wir uns. Danach gab es dann eine Aktivierung der Muskulatur. Das heißt, wir haben ein paar Übungen gemacht, damit wir auch die Muskeln warm machen. Und dann geht es so ein bisschen ins Spezifische rein. Das heißt, da haben wir ein paar Laufübungen gemacht, um uns auf Sprinten vorzubereiten. Es ging auch von einer niedrigen Intensität bis zu einer höheren, bis wir dann letzten Endes dann wirklich zum Sprinttraining gekommen sind. Im Rahmen des Teamchecks ist das so, dass jeder seine Füße präventiv einmal vorsorglich untersuchen lassen kann, weil man dort schon früh Fehlstellungen feststellen kann, um einfach noch größeren Fehlstellungen entgegenzuwirken oder sogar vorzubeugen komplett. Im Ruhrgebiet gibt es sehr viele Vereine, damit auch sehr viele Amateurfußballer. Und das Thema Gesundheit steht leider nicht an erster Stelle, weil viele Vereine auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, um sich das wie der Profibereich eben einzukaufen. Und wir wollen dafür sensibilisieren. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Fußballer in dem Falle auch wirklich für sich einen Mehrwert daraus erkennen. Für mich besonders war heute eigentlich schon diese ganze Analyse. Viele Dinge werden halt im normalen Trainingsalltag, im Amateursport nicht behandelt. Und so bekommt man halt einfach hier nochmal den Einblick in gewisse Themenbereiche, die auf jeden Fall auch stattfinden sollten. Für mich persönlich sehr interessant, auch sehr ernüchternde Werte teilweise, was da rausgekommen ist, was man so gar nicht erstmal gedacht hat über den eigenen Körper. Also ich fand es sehr spannend, ja. Als Mitarbeiter der Barmer und ehemaliger Bundesligaspieler weiß ich, dass man seinen Körper den Belastungen anpassen muss. Hier bieten wir einen Teamcheck an. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Ich kümmere mich um alles Weitere.